G55 AMG. Ein typisches Vorstadt-Frauen, ich bringe die Kinder zur Kita-Auto. Ja, also ich freue mich immer, wenn man wenn man nicht mehr hört, wenn man redet im Auto. Jetzt bin ich nicht. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge Mitten im Leben Hamburg Edition. Ich dachte, ich nehme euch einfach hier mal ein bisschen mit heute in meinen Büroalltag und zeige euch, gebe euch so ein paar kleine Updates. So, und zwar erstmal seht ihr hinter mir hier schon, das ist mein Schreibtisch. Das wunderbare, hochprofessionelle Streaming-Setup, was ich mir hier kostenintensiv zusammengestellt habe. Fehlt nur noch so ein Greenscreen. Guck mal, mein Stuhl, Leute. Das ist ja hier. Das ist ja viel zu wild. Das Blau ist besonders toll. Nora mag das sehr gerne. Alter. Passt zu deinem Pulli, oder? Ja. Du hast doch selber so einen Pulli an. Was? Das ist niemals das Gleiche. Stell dich mal fest. Leute, sag mal im Chat, Alter. Sag mal an. Das ist genau das Gleiche. Ja, komm. Mach. Ja. So, also, genau, das ist neu, das ist neu. Dieser Stapel an Kartons ist neu. Und ja, wir haben uns heute vorgenommen, mal den Mädels die G-Klasse zu zeigen. Und ja, vielleicht können wir auch mal eine Runde fahren. Pia hat ja leider, wie sieht es bei dir mit dem Führerschein aus? Perfekt. Nora, bei dir? Noch habe ich ihn für 2 Wochen. Du hast ihn nicht in Kartenform, aber du hast die Fahrerlaubnis. Ja, ich habe eine Fahrerlaubnis. Gut, jetzt ist es auf Video, also ich bin raus, falls doch nicht. Und ja, hast du Bock auf G-Klasse fahren? Ich habe Bock auf G-Klasse fahren. Perfekt. Ja, hier liegt Papierkram, den ich eigentlich noch erledigen müsste. Darum drücke ich mich jetzt, indem ich einfach dieses Video drehe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Let's go. Alter, Leo, geh, 50 hoch oder was? Ich hab dir gerade ein Kompliment gemacht. Guck mal, wie nice der Value hoodie an dir fittet. Das ist ja Model. Also wie weit sind wir da eigentlich? Guck mal, hier ist eine Liste. Ah ja, zack. Was haben wir da heute gemacht? Alles. Alles. Also, Sachen sind bestellt, Verpackung, pipapo organisiert. Na gut, das interessiert jetzt auch die wenigsten wahrscheinlich. So, Pia, was steht hier? Der Gute. Wolltest du den nochmal fahren, oder? Ich nehme den sonst. Du nimmst den sonst? Ich nehme den sonst. Wolltest du auch einen Fünftürer? Ah ja, stimmt. Oh. Hey, Nora, was machst du? Wieso gehst du zum Auto? Den 190er kriegst du nicht? Nee, der ist offen. Ach so. Ah, guck mal. Kann das sein? Ja. Perfekt. Oder noch 100.000 Abo-T-Shirts, die können wir nachher mit hochnehmen. Oder langt der kleine Kanister? Das ist noch ein kleiner. Das ist ein Wasserkanister, Pia. Ja, dann nimm den doch. Wir brauchen kein Wasser, ja, ein Spitzkanister. Geh weg. Warum soll ich den nehmen? Der soll hier rein. Ja, pack ihn. Pass auf. Wir brauchen nämlich lustige Story. Ich bin nämlich gerade mit den letzten Tropfen Benzin mit der G-Klasse hier auf den Hof gerollt und tatsächlich ist er ausgegangen und noch auf seinen Parkplatz gerollt. Bin irgendwie ein bisschen zu lange auf Reserve gefahren, aber ich zeig's euch kurz. Nicht, dass ich hier jetzt völlig degeneriert rüberkomme. Das Geräusch übrigens hier, eines der liebsten Dinge an diesem Auto. Ein Träumchen. Ich zeig euch das mal kurz hier, wie das aussieht mit dem. Seht ihr? Da geht man noch nicht davon aus, dass der Tank leer ist, oder? So? Ist so noch halb voll. Also, das muss ich sagen, hat Mercedes nicht so elegant gelöst. Jetzt müssen wir wirklich als G55 AMG-Fahrer in 190er steigen, um Sprit zu holen von der Tanke. Es ist ja, nicht zu fassen. Der 190er hat viel mehr Liebe verdient. Der ist das einzige Auto, was immer läuft. Damit nichts zu tun. 5 Liter müssen reichen. Das ist ein Sommerauto. Was ist das? Jetzt reicht's auch langsam. Jetzt reicht's auch langsam mit diesem Content. Ich habe die Benzinpumpe jetzt 5-mal pumpen lassen. Da ist ein 5 Liter Sprit drin, der muss eigentlich anspringen. Warte mal, wie heißt das Video? Wie reagieren Frauen auf die G-Klasse? Also seid ihr schon beeindruckt? 1 bis 10, Nora? 1 bis 10, wie beeindruckt bist du? 11.
Soll ich jetzt das Rating machen, was mich am meisten beeindruckt hat von deinem Karren? Ja. Ja? Welches Auto hat dich am meisten beeindruckt von meinem Karren? Der LT? Ja. First of all, ja, der LT. Aber ich muss sagen, eigentlich der 190er. Der läuft wenigstens. Ja, der macht so ein paar komische Geräusche, aber er läuft wenigstens. Obwohl die G-Klasse überzeugt halt dadurch, dass das Radio funktioniert, ne? Also, ist schon schwierig. Ich weiß ja, nicht. Eine Popo-Heizung gibt's hinten. Und das auch, ja. Sitzheizung hinten. Ganz wichtig. So, jetzt mach aber auch G-Klasse, komm. Also man hört auf jeden Fall die Benzinpumpe. Und die sollte man ja eigentlich schon mal nicht hören, wenn Sprit drin wäre. Und wir, aber wir haben ja 5 Liter reingetankt, das muss ja. Er will aber auch. Gleich ist die Batterie leer. Wo ist denn der Booster? Wollen wir mal probieren? Na, er dreht ja noch. Ach so. Komm, mach, Junge! So, Freunde, wer kennt es noch aus der Mofa-Zeit hier? Einmal den Luftfilterschnorchel ab und dann geht das los hier. Halt! Ja. Warte! Ja, mach mal. Starte. Ah. Läuft nicht, gibt's nicht. Fuck. Kann doch nicht angehen hier. Einfach nochmal 5 Liter reingefüllt, weil die Spritpumpe gerade immer noch das Geräusch gemacht hat, dass sie leer läuft. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah, okay, man. Sie läuft, glaube ich, schon mal nicht mal ganz leer. Ah! Da ist er! M113, Freunde, ich sag euch das. Läuft immer. Schnell zur Tanke. Nicht, dass die 8 Liter nicht reichen. Das ist nämlich irgendwie so ein schwarzes Loch hier, dieses Auto, was Sprit angeht. Also, da ist man innerorts ganz fix bei 30 Liter. Jetzt gibt's auch richtigen Sprit. Hat er sich verdient nach dem Bremsenreiniger. Haben sich auch im letzten Video einige beschwert. Dass ich kein V-Power tanke. Das gönnen wir uns jetzt mal. 130 Euro V-Power im Tank. Da will ich aber auch nichts mehr hören jetzt von der Karre heute. Es ist ja so, Mädels. Ihr könnt ja mal anfangen zu erzählen, wie steht ihr zum Thema G-Klasse? Das ist euch ja kein fremdes Auto. Wie findet ihr die? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Pipapo. Ja. Nora fängt an. Ich fange an. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also es ist ein wunderschönes Auto, sehr geräumig, sehr riesig, schön laut. Ich stehe auf laut. Ein Spoiler fehlt mir, aber kein Problem. Sternenhimmel fehlt mir auch, kein Problem. Aber sonst, ja, traumhaft schön. Was soll ich dazu sagen? Also es hat eine geile Karre. Nothing to add. Ja, also ich freue mich immer, wenn man... Wenn man nicht mehr hört, wenn man redet im Auto. Nein, ich liebe den Sound auf jeden Fall. Ich liebe es. Hört sich ganz anders an als bei vielen anderen Autos, die du bisher hattest. Obwohl ich die Corvette auch sehr nice finde vom Sound her, aber die G-Klasse kommt da auf jeden Fall noch drüber. Ich finde es nice, dass man den Überblick hat, wenn man hier drin sitzt. Man sitzt sehr hoch und ansonsten, ich mag das Modell sehr, sehr gerne. Es ist geräumig, es fährt sich anscheinend ganz gut und ja. Ja, fährt sich top. Also für einen Geländewagen fährt er sich ganz in Ordnung, ja. Ja, da haben wir schon gehört von den Damen. Da fiel das Wort geräumig, da fiel das Wort, man hat einen Überblick, also man sitzt hoch. Also eigentlich für die, die es sich leisten können, natürlich ein typisches Vorstadtfrauen, ich bringe die Kinder zur Kita-Auto und verbrenne dabei ein halbes Ölfeld. Aber ja, das ist auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal meiner Meinung nach für die G-Klasse. Also was Frauen an Autos schätzen und was Männer an Autos schätzen, wird da so zusammengeführt. Ja? Wir haben hier ein
relativ großen Motor drin. Wir haben einen schönen Sound. Das Auto ist für seine Verhältnisse sehr schnell. Und wir haben aber genauso das, was die Frauen halt mögen. Man sitzt hoch, man hat einen guten Überblick, man hat viel Platz im Auto. Und natürlich die diverse Komforteinrichtungen hier. Sitzheizung. Ja, Sitzheizung ist ja basic. Nein, das ist ja mal klar. Ist das eine beheizbare, also beheizte Frontscheibe? Frontscheibe, ja. Stimmt, man muss auf jeden Fall nicht kratzen. Wie der niedere Pöbel. Ja, wir haben ja Schiebedach, das will ich jetzt nicht allzu oft auf und zu machen. Der noch funktioniert, okay. Ja. Aber und von dieser SUV ML63, von dieser X5, von dieser ganzen Vorstadtfrauen. Nummer, ist das halt schon die Krönung. Also das ist halt schon der King. Da bist du dann schon in Blankenese auch noch cool, wenn du damit vorfährst, vor der Grundschule. Und das, würde ich sagen, fasst das Ganze ganz gut zusammen. Einfach ein wildes Auto, Freunde. Wenn ihr hier im Hauptbahnhof seid, Leute, in Hamburg, dann kann ich auf jeden Fall euch empfehlen, hier an diesem Airstream vorbeizuschauen. Da gibt es wunderbare Currywurst-Pommes. Und zu den Pommes empfehle ich mit wärmstem Herzen. Kennt ihr auch nur durch mich, ne? Doch, vor 2 Jahren hast du mir den Tipp gegeben. Ja. Da habe ich angefangen. Joppi-Soße, das ist so Senf, ist da Knoblauch mit drin? Ne, Zwiebel. Zwiebel-Senf eigentlich. Ja. Sehr, sehr nice. So, Nora, dann essen wir jetzt kurz auf und dann setzt du dich ans Steuer. Ja. Stell erstmal den Sitz ein am besten. Ja, so, damit fangen wir mal an. Ja, wie funktioniert denn der Bums hier auch vorne? Nein, erstmal muss den Schlüssel, reinstecken. Nee, Motor muss jetzt nicht an, aber Zündung. Na so. So? Dann hast du hier links. Oh, Ruhe. Geh mal. Okay. So. Hast du hier links so eine Einstellmöglichkeiten? Quasi einen Sitz? Nee, da, an der Tür. Ah, da. Ja, okay, dann kann ich jetzt hier. Ah, es geht langsam nach vorne. Wie groß bist du? 1,64. 1,64? Ja. Siehst größer aus irgendwie. Pia, wie groß bist du? 1,66. Ja. So. Dann schmeiß mal an die Bude. Hey, hier hinten kann ich noch nichts so groß. Ich bin ja nicht so groß wie du. Hier kann ich alles sehen, da kann ich und auch alles sehen. Ich jetzt lieber auch mal ganz dreifach an. So, okay. Na, was ist denn das schnellste Auto, was du bisher selber gefahren bist, Nora? Den Mercedes SLS. SLS? Ach ja. Ja gut, der ist jetzt nicht ganz so schnell wie die G-Klasse. Ja, aber ist, ne? Aber ist auch schon mal ein Anfang. Ist auch schon mal ein Anfang. Okay, perfekt. Okay. Oh Gott, ich traue mich gar nicht. Nee, ich muss noch mehr nach vorne. Ich fühle mich, noch nicht so ganz sicher. Oh, das ist aber sehr weit vorne. Und nochmal zurück. So. Oh, fuck. Ich bin wenigstens rechts. Oh, fuck. Okay. So. Scheiße. Er steht für rückwärts. Ja, ach, danke. So. Oh Gott, wie lange... Wie geht das Ding runter? Muss ich hier auf irgendeinen Knopf drücken? Muss die Bremse drücken. Wie bei jedem Automatikauto eigentlich, aber... Ich fahre leider nur noch Schalt. Gibt es keine Kamera rückwärts? Nee, gibt's nicht. In diesem 2020er Command-System. So. Ich würde jetzt einfach mal ganz nach links einschlagen und dann kommen wir da vorne auch vorbei. Und dann am besten noch ein bisschen fix, damit die Zuschauer nicht einschlafen. Oh mein Gott. Ja, wir kommen vorbei. Ja? Ja, ja. Wirklich? Das, ja. Der Blinker ist immer ein ganz guter Indikator. Finde ich auch super gemacht von Mercedes. So. Also Hamburg Hauptbahnhof sind wir jetzt hier unterwegs im G55 AMG. Nora Becher am Steuer. Geisteskrank. Boah, wie schwer das aber alles zu betätigen ist. Wie ist so das erste Gefühl? Krank. Was hupst mich an hier? Spur einmal bitte. Genau, blinken, Schulterblick, Spiegel. Ja, Jungfernstieg können wir ja leider nicht mehr langfahren. Der ist ja seit Neuestem für Autos gesperrt. Finde ich auch eine absolute Frechheit, dass sie das nicht vorher angekündigt haben. Ne? Also die Aktion an sich finde ich ja in Ordnung, weil das hat da schon echt genervt, wenn man unterwegs war in der Stadt. Die ganzen Autos, die da unterwegs waren ab und zu. Aber
ne, so ein schönes, mein letztes Mal Jungfernstieg-Video oder so hätte man ja mit dem AMG mal drehen können, ne? Ja. So, dann wollen wir gleich mal durchladen hier. Den Kompressor. Mal Gas, Nora. Was? Krass. Fühlst du dich noch sicher, Pia? Ja, sicher. Nora fährt viel schlimmer sonst. Ja. Was fährst du denn sonst für ein Auto? Opel AMG. Opel AMG. Der Opel AMG, der klassische, ja. Ja. Ne, hast du zurzeit gar kein eigenes Auto, ne? Nee, leider. Fährst den Astra von, fährt den Astra von ihrer Mama, die gute Nora. Aber da müssen wir natürlich was dran ändern, ne? Wenn sich der ganze Value-Kram jetzt festigt und das nächsten Monat und übernächsten Monat wieder so gut läuft wie diesen, dann können wir mal über den Firmenwagen nachdenken. Ansonsten fliegst du nämlich wieder raus. Wow. Aber sicher sein kannst du sowieso nicht, weil 2 Jahre Probezeit vorne. Alter, Leute, 2 Jahre Probezeit bei dem Hampelwagen. Genau, genau wie bei Hampel. Was? Bei, hat sie gerade. Hat sie nicht gesagt. Aussteigen, Nora. Jetzt schon gekündigt. Alter. Ja, ich frage mich aber schon, wie ist es so für mich zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten? Nice. Hä? Also ich, na gut, für meine 3 Tage, die ich jetzt da bin, auf jeden Fall nein. Pia, was sagst du? Statement. Kein Statement. Kein Statement. Nein, ich liebe meinen Job, ich liebe es, mit Hagen zu arbeiten. Nee, das schneide ich raus. Yes. Letzter zahlst du aber, ne? Ja, rechts mit her. Wir fahren nicht über den Jungfernstieg, Nora. Nein, das tun wir nicht. Ach ja. Man sitzt schon schön hier, muss ich sagen. Das ist schon, also... Wäre auch was für dich. Das wäre was. Da sehe ich dich auch, also mit dem Mantel und so. Ja, oder? Da sieht man dich schon. Ich bin schon so eine Golfmuddy. Ja, wir sind jetzt noch ein bisschen unterwegs hier an der Alster. Hamburg ist schon echt eine schöne Stadt, ne? Das war jetzt nicht schön gerade. 5 Euro für die Currywurst ausgegeben, 12 Euro für den Sprit. Perfekt. Ja, wenn euch solche Vlogs gefallen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, wir treffen uns jetzt aktuell jeden Montag zusammen im Büro. Und gestern, ja, jetzt ist Dienstag, aber gestern war auch schon wieder lustig, gestern hätte man auch schon wieder filmen können. Also wenn euch der Vlog jetzt gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht kommt sowas dann wöchentlich, vielleicht auch nicht. Und ja, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao. Tschüss.